Hallo, verehrte Radlerinnen, liebe Radler und auch liebe Leute. Rückblick. Was für Highlights hatten wir im Teil 1? Einmal natürlich die Quelle, dann die Donauversinkung, dann das schöne Donautal durch die Schwäbische Alb und natürlich der Donaudurchbruch bei Kelheim. Und die Highlights im Teil 2 sind natürlich einmal Regensburg, dann der Tempel Valhalla zu Ehren des Gottes Odin und Passau. Teil 3. Und nun laden wir euch, das heißt Angelika und Hagen, ein, mit uns auf den Weg von Passau bis Wien zu begleiten. Wir fahren zunächst mit dem Zug von Nürnberg Hauptbahnhof nach Passau Hauptbahnhof. Unser Zeitfenster für unsere Tour ist von 28.06. bis 8.07. Zeltplatz Ilstadt. Hier endet eins unser Teil 2 und nun beginnt hier der Teil 3. Wir fahren zunächst erst einmal links der Donau. Da oben eine Burg, ganz oben. Und schon bald erreichen wir unser heutiges Ziel, die Schlögener Schlingen. Die Donau bohrte mehrere Schlingen in die Landschaft. Man spricht auch von einen sogenannten Mäander, hier bei Familie Pumperger, Gasthof und Bauernhof zur Fährfrau haben wir unser Zelt aufgeschlagen. Heute laufen wir hinauf zur Burgruine Heirenbach. Burgruine Heirenbach ist eine Höhenburg und liegt 450 Meter über der Donau. Die Burg wurde urkundlich das erste Mal erwähnt im Jahre 1160. Sie diente dazu da, um aufgelegte Zölle an die Schiffer einzutreiben. Uns interessiert uns heute nur noch die Lage und der tolle Panoramablick auf die Schlögener Schlingen.
So, jetzt steigen wir wieder ab. Und da unten ist die Donau. Heute müssen wir einige Male mit Schifffähren fahren. Der Grund: durch den Starkregen der letzten Nacht gab es Feldschlag und es stürzten Bäume auf den Donauradweg. Heute ist ein regenreicher Tag, immer wieder Regenschauer. Diese Fähre bringt uns rüber auf die andere Seite, denn unser Radweg ist gesperrt. Feldschlag. Zum Glück ist hier an der Donau der Radweg beidseitig, so dass man gut ausweichen kann. Man kann sagen, nach Untermühl nimmt die Gebirgslandschaft ab und es wird flach. Es geht so dann weiter bis Linz. So schaut's aus, wenn man die Regenfahrt gemacht hat und in ihr Hotel hingekommen ist. Alles zum Trocknen hingelegt. Nach Linz ständig wechselt die Landschaft. Von flach auf leicht hügelig, dann wieder flach. Nach Au an der Donau ist es wieder flach und es steht hier ein Aussichtsturm. Sowohl auch eine Fischtreppe. Und schon bald erreichen wir unser heutiges Etappenziel, Grein und sein Wahrzeichen, Schloss Greinburg. Erbaut 1488 als Burg Grein, später Umbau zum Schloss. Campingplatz Grein. Hier übernachten wir. So,
Jetzt sind wir in Grein. Und in Grein, dadurch, dass es immer wieder regnet, haben wir uns so ein kleines Hütchen gemietet. Also wenn Sie irgendwo einen Steg betreten, sehr aufpassen. Gut zu wissen. Wir verlassen Grein und Schloss Grainburg und wir lassen uns wieder einmal mehr übersetzen auf die andere Donauseite. Kurz nach Grein. Wir blicken zur Basilika Maria Tafel, eine Wallfahrtskirche. Grundsteinlegung für den Bau war am 25. April 1660 wegen Pest, Kriege und Türkengefahr eine Bauzeit von 60 Jahren. Das nächste Highlight, Benediktinerstift, Kloster Melk. Das Barockbauwerk wurde im Jahre 1702 bis 1746 errichtet. Und das nächste Highlight, Schloss Schönbühl, erbaut Anfang des 12. Jahrhunderts, damals als Festung Schönbühl. Hier in Schönbühl ist unser heutiges Etappenziel. Wir übernachten hier auf dem Campingplatz. Wir waren gerade in Ackenstein. Achtung, Bushaltestelle da. So, jetzt halten wir wach auf und sieht hier und da jetzt schon Wein. Weinanbau in Wachau. Nachweislich wurde schon in der römischen Zeit nach 480 hier Wein angebaut. Der ganze Berg ist voller Weinreben.
Und hier ist wieder Hochwasserschutz. Und wir erreichen schon bald unser heutiges Etappenziel, Erbersdorf. Und nun möchte ich einmal wissen, wo wir hier sind. Wir lassen unsere Drohne hochsteigen. Wir schauen einmal auf Erbersdorf. Und zur Donau und zum stillgelegten Atomkraftwerk Ebersdorf. Heute fahren wir bis vor den Toren Wiens. Guter Asphalt, flach und Rückenwind. Geschwindigkeiten bis 30 Stundenkilometer. Hier kann man richtig Kilometer machen. Unterwegs in Tulln kommen wir an einen Nibelungenbrunnen vorbei. Hier pausieren wir und genießen einmal die Wasserspiele. Und wir erreichen schon bald unser heutiges Etappenziel, Kloster Neuburg. Die Abtei Neuburg geht auf eine Burganlage zurück. Im 11. Jahrhundert wurde ein kleines Stück der Burg als Kloster gestiftet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die Abtei Teil des Benediktinerordens. Das war im Jahr 1195. Campingplatz Kloster Neuburg. Hier übernachten wir. Wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Wien und genießen einen Tag lang die Stadt. Natürlich als erstes zum Wiener Wahrzeichen, das Riesenrad. Erbaut
1896 bis 97, saniert nach dem Krieg 1945. Damals seinerzeit das größte Riesenrad der Welt. Der höchste Punkt 64,75 Meter. Die rotierende Konstruktion hat ein Gesamtgewicht von 245 Tonnen. Und das Gesamtgewicht aller verbauten Eisenteile beträgt 430 Tonnen. Und nun geht's los. Wir fahren einmal mit dem Wiener Wahrzeichen. Geht nutzlos. Der Wiener Hauptbahnhof liegt links. Stephansdom ist der da rechts, der große. Gleich unten. Dankeschön. Dankeschön, wiedersehen. Hier am Prater bzw. Volksprater steht nicht nur das Wahrzeichen Wiens, sondern auch ein Ausflugsplatz mit fest installierten Karussellen und Schaustellen.
So geht ein schöner Tag in Wien zu Ende. Wir bauen zum letzten Mal unser Zelt ab und es geht mit den Fahrrädern nach Wien Hauptbahnhof. Wir fahren nach Hause. Fazit: Von der Quelle bis Wien. Der Radweg ist bestens beschildert und guter Fahrgrund und auch bestens geeignet für Familien. Viel Kultur und auch viel, viel Natur. Halt eben an der schönen blauen Donau entlang.